Herzlich willkommen zurück zu Flying Tigers Shadow over China. Ich bin euer Jojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Video hatten wir Kindergarten abgeschlossen, haben ein bisschen das Fliegen kennengelernt. Scheint ziemlich cool zu sein, das Spiel. Wir müssen mal schauen, wie sehr sich das mit der Story noch tut. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei der Mission der erste Einsatz. Chinols, oder wie auch immer der heißt, keine Ahnung. Chinols Funkwarnnetz meldet japanische Bomber im Anflug auf Kaming. Wir müssen die Stadt unbedingt verteidigen, denn sie ist nicht nur der wichtigste Transportknotenpunkt auf der Burma-Straße, sondern beherbergt auch das Hauptquartier der neu formierten chinesischen Luftstreitkräfte. Die Strategie des Kolonels, feindliche Flugzeuge von oben anzugreifen, sollte uns einen Vorteil verschaffen, aus Richtung der Sonne herabzustürzen. Die hohe Geschwindigkeit nutzen, schießen, abdrehen, wieder an Höhe gewinnen und dann wieder von vorn. Wenn ihr wieder zurück seid, vergesst nicht, wem ihr das zu verdanken habt. Niemand anderen als dem Colonel. Und jetzt schnappt sie euch, Cowboys. Ja, Sir. Jawohl. Jedes Manöver hat eine kurze Abklingzeit. Ja, ich bin mir immer noch nicht schlüssig. Wir müssen mal gucken, wie sich das weiter jetzt entwickelt. Also so ganz angefixt bin ich noch nicht. Obwohl ich so Spiele ja mag. Auch wenn sie so ein bisschen arcade-lastig sind. Das ist schon ganz cool. Provinz Yan'an oder so ähnlich. Also knapp einen Monat später, 20. Dezember. Sound ein bisschen leiser gemacht, war ein bisschen zu laut, glaube ich, in der letzten Aufnahme. Hey, nicht ausscheren. Schön in Formation bleiben. Ah, wir kommen von oben, von der Sonne. Tod von oben! Und jetzt mal mit Speed nach oben wieder. Und drehen. Okay, Ladehemmung. Nicht überhitzt. Dann versuchen wir mal, mich zu bewegen. Okay, und jetzt weg hier. Irgendjemand sitzt hinter mir. Nehmen wir mal eine kleine Kurve. Ah, schön, dass du in dem Moment die Kameraführung da zu denen hin machst. Feindliche Bomber sind ja die, aber wer ist das, der hier so am Rumfliegen ist und stresst? Mist, du Drecksack. Okay, Zeitlupe.
Okay, wir können uns da nicht so lange aufhalten, wie er schon meinte. Wir müssen angeflogen kommen und direkt wieder abhauen. Aber... Die Frage ist, wird sich wieder einer rausschwenken, so wie der das gemacht hat, und uns von hinten angreifen, sobald der tot ist? Dann könnte ich auch vorher Feuer weiter auf die ganze Herde da hinten richten, wo ich besser treffen würde. Gott, wo will der hin? So, wir haben nicht genügend Zeit, so dass es aussieht, ist das da oben der Timer. Und viel zu lang gebraucht. Oder ich besser gesagt. Also wundert euch nicht wegen dem Schub, wenn ich so schnell fliege. Ich kann das nicht die ganze Zeit machen, das hört irgendwann auf. Springt automatisch wieder runter auf 100, dann muss ich wieder was warten. Gott, Zeit ist rum. Boah! Hätte ich den schneller töten können. Mission fehlgeschlagen. Also muss ich wirklich alle 10 schnell down kriegen irgendwie. Also mit Drehen und so weiter. Das macht keinen Sinn. Nochmal. Also der hinter mir wird auf mich ballern. Wir sehen ja, der ist rechts. Und den kümmern wir uns erstmal gar nicht. Wir bleiben die ganze Zeit hier bei dem dicken Konvoi. Zeit da weggeht, ne? Ist schon die Hälfte jetzt ab. Vielleicht kriege ich bloß Zeit, sobald einer tot ist. Wäre ja... Jungs, ballert mal drauf! Zeit habe ich nichts von gesehen. Ich weiß nicht, wie ich da 10 Stück von erwischen soll in der Zeit. Okay, wir sehen die Zeit nicht mehr. Das heißt dann wohl, wir haben es geschafft. Irgendwie, wir mussten nur eine bestimmte Anzahl schaffen. Ah, okay. Okay, Cowboys. We've beaten up those darn nips pretty good. Let's call it a day. Heavy fire. Pretty sure they won't be sending unescorted bombers to Kunming for a good while. Okay, ich musste gar nicht alle zerstören. Ich habe mich schon gefragt, wie soll ich denn die ganzen 10 Stück in der Zeit schaffen? Also ich muss wohl nur 3 schaffen. Habe jetzt am Ende sogar noch einen 4. weggeballert.
Das war natürlich verwirrend. Mission erfolgreich. Unsere P-40-Geschwader haben die Japaner überrascht, als wir wie ein Schwarm wild gewordener Moskitos auf sie herabgestürzt sind. Weit unter uns, auf etwa 7 Uhr, stürzten mehrere Bomber wie Kometen auf die Erde, während andere ihre tödliche Ladung abwarfen und nach Hause zurückkehrten. Pilot Chojin berichtete, mich überkam ein Gefühl der Begeisterung, als ich meine Kanonen abfeuerte. Der Geruch von Cordit, der Browning Kaliber 50, über meinen Instrumententafeln breitete sich aus, während ich beobachtete, wie ein feindlicher Bomber eine Rauchwolke hinter sich herzog und Richtung Boden stürzte. Wir konnten die japanischen Luftstreitkräfte zwar vom weiteren Bombenangriffen auf Kaming abhalten, doch die jüngsten Angriffe auf Pearl Harbor, Malaysia und Singapur deuteten bereits an, dass die Japaner ihre Kriegsanstrengungen innerhalb kürzester Zeit deutlich verstärken würden. Außerdem hat die thailändische Regierung den Alliierten formell den Krieg erklärt und japanischen Truppen war im Zuge der Vorbereitung eines Angriffs auf Burma der Durchmarsch durch Thailand erlaubt worden. Alles klar. 34% Zielgenauigkeit. Bin ich schlecht. Noob. Ja, irgendwie ist es sehr eintönig. Ich glaube, das Spiel ist eher dafür gedacht, dass man gegeneinander sich auf die Fresse haut, ne? Also im Multiplayer. Was auch irgendwie fehlt, sind irgendwelche anderen Bewaffnungen. Rakete oder sowas. Wir haben Bombe und das brauchen wir wahrscheinlich ganz selten. Wir schießen nur mit dem Maschinengewehr drauf. Sehr schade. Mayumdas Tiger. Schauen wir mal. Vielleicht tut sich ja was. Irgendwas muss jetzt passieren, damit ich hier noch mehr Videos von mache. Unsere Operationsbasen im Taungu, wo auch immer, im Mingaladon waren in letzter Zeit häufiger Ziel von Bombenangriffen. Als Reaktion wurde das erste Geschwader der Indian Air Force von Peshawar ins südliche Burma verlegt, um dabei zu helfen, den Vormarsch der Japaner zu stoppen. Gestern flog Geschwaderführer KK Mayumda oder so ähnlich einen Vergeltungsangriff mit einer einzelnen Maschine. Eskortiert von zwei Buffalos des 67. Geschwaders griff er den japanischen Flugplatz der Meihang Hangsang oder so ähnlich an. Das gesamte erste Geschwader wird den Angriff auf Mae Hangsang wiederholen. Geflogen wird in niedriger Höhe und ohne Eskorte. Alles klar, einen Bombenangriff mal wieder. Halte R rechten Stick gedrückt, während du verfolgt wirst, um das feindliche Flugzeug zu beobachten. Aha. Rückspiegel sozusagen. Im Regen. Februar, also 3 Monate später. Ah, es ist schon ein schönes Spiel, ne? Es sieht schon schön aus. Jetzt haben wir wenigstens Maschinengewehr und Bomben schon. Undetected, my ass, we're being jumped! Ready in my Lewis gun! Gonna put a few bursts into their fuel tank! Jumbo says that's their weak spot! Okay, wir dürfen nicht wie bei Indiana Jones, wie der Sean Connery hinten, der den Heckflügel, wie das heißt, da abknallt. Ja, den haben wir. Na, also. Okay, die Sau ist abgedriftet.
ich glaube, wir fliegen, wir schmieren ab, ne? Ja. Bam! Schade, 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 schade. Ja, das ist... Aufgrund von Kampfunerfahrenheit wurden Geschwaderführer Keke Mayumda und zwei seiner Flugmänner durch feindliches Feuer abgeschossen. Mit 250 Pfund Bomben beladen zu fliegen, war tollkühn, da das zusätzliche Gewicht der Manövrierfähigkeit des Flugzeugs negativ beeinträchtigte. Das erste Geschwader und seine Lysander mussten sich aus dem Kampf zurückziehen, da die Flugzeuge veraltet und nicht für den Einsatz geeignet waren. Alles klar. Erneut versuchen? Nein, wir geben auf. Weil, ich habe jetzt nicht irgendwie eine große Motivation da. Gut, ich kann ein bisschen rumballern. Ich hatte irgendwie mir mehr auf. Ich hatte es irgendwie flüssiger. Also bei Crimson Sky war das irgendwie... Das hat besser gepasst. Das hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Und da wurde auch ein bisschen mehr, ja, so zwischensequenzartig alles gemacht. So mehr Storylineartig. Und ich bin ja so einer, der auf Kampagnen steht. Was ist das? Und sehr wahrscheinlich wird bei diesem Spiel eher das Beiwerk sein und eher sich um den Luftkampf und die Herausforderungen handeln. Das heißt so, gegeneinander kämpfen und dergleichen im Mehrspielermodus. Ich denke mal, das sind Sachen, die interessant wären. Könnte ich mir gut vorstellen. Als Team mit mehreren und zusammen und so, also ein Zeug. Das ist, glaube ich, eher das Ding hierfür. Was mich eigentlich gar nicht interessiert. Und deswegen wird die Schnupperstunde mit dem zweiten Video beendet sein. Ich werde das Spiel nicht durchspielen. Da ist der Reiz nicht genug dafür da. Und dafür habe ich einfach zu viele hunderte von Spielen, die ich noch mir anschauen will. Und ich habe auch eine riesige Liste von Retro-Titeln und dergleichen, die ich hier habe, die ich noch komplett durchletzplayen will, auf jeden Fall. Die ich mehrere Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr gespielt habe, unbedingt nochmal komplett durchstarten will und das mit euch zusammen. Und deswegen ist das ein nettes Spiel für zwischendurch gewesen. Ich habe es mir mal angeguckt, hat sich also doch gelohnt. Und ja, bis demnächst. Euer Chojin.